Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Mal befinden wir uns im Bereich PSK oder in der BKU-Prüfung ist es MIG. Viel Spaß beim Zuschauen! So, da sind wir. Dieses Mal, wie gerade eben schon erwähnt, sind wir im Bereich PSK oder auch in der BKU-Prüfung, da heißt das Fach MIG, sind wir unterwegs. Und BKU sowie HQ kann es passieren, dass man vor so einen Aufgabentypus gestellt wird. Und nun geht es darum, hier eine Mengenstückliste für die Erzeugnisse zu erstellen. Genau, ich lese einfach mal schnell die Aufgabe durch. Hier die M GmbH hat zwei neue Erzeugnisse in das Programm aufgenommen. Erstellen Sie eine Mengenstückliste für die Erzeugnisse M3 und M5. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, ne, dass die M GmbH M3 und M5 herstellt. Ja, wunderbar, schön. Also gut, wir haben hier zwei Erzeugnisse, einmal M3, einmal M5. Wir haben hier die Bäume, wir haben einmal eine Baugruppe 1, Baugruppe 2 und dazu jeweils so und so viele Teile, die dazu benötigt werden. Ne? Hier Teil 5, 6 mal, Teil 4, 4 mal, Teil 3, 8 und so weiter und so fort. Okay, hier ein kleiner Tipp, wenn man so etwas hat, in der Prüfung ist man sowieso immer sehr aufgeregt, einfaches Schema. Und ich werde es jetzt hier in diesem Video im Kopf rechnen, weil ich nicht nervös bin oder kaum nervös. Ja. Aber in der Prüfung sollte man vielleicht einen Taschenrechner nehmen. Auch wenn die Berechnungen gleich extrem banal sind, aber aus eigener Erfahrung weiß ich, in der Prüfung, da kann man 4 plus 8 nicht mehr richtig rechnen, wenn man nervös ist. Also geht mir zumindest so, ich bin oft nervös. Okay, also wir fangen am besten jetzt mal an. Ich schreibe hier einmal für M3 die Liste. Und jetzt gehen wir einfach davon hier aus. Wir haben hier, Moment, hier, wir fangen vorne an. Teil 1. Teil 1 ist 4 mal 4 mal Baugruppe 1, 4 mal die 3 Baugruppen 1. So, jetzt. Und das wiederum ist einmal vorhanden. Also 4 mal 3 mal 1. T1 ist gleich T1 Doppelpunkt. 4 mal 3 mal 1 ist gleich 12 Stück. Ne? So. Ist nachvollziehbar, ne? 4 mal Teil 1 mal 3 mal, ne? Die Baugruppe 1 mal 1. Und so, dieses Schema kann man immer jetzt anwenden. Also Teil 2. 8 mal 3 mal 1. 8 mal 3 mal 1 ist gleich 24. Hier noch Stück hinten dran. Stück. Dann Teil 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ach, so. Teil 3, 8 mal 3 mal 1. Auch 24 Stück. Teil 4, 4 mal 3 mal 1, 12 Stück. Und Teil 5, da haben wir 6 mal 3 mal 1, 18 Stück. So, so, so. Genau. Also, jetzt haben wir mal die Mengenstückliste für M3 und jetzt gehen wir mal zu M5. Das ist etwas schwieriger, weil wir hier unten einfach noch einen Baum haben.
oder so noch eine Abzweigung. In diesem Fall, wir beginnen jetzt mal hier mit, und hier M5 Doppelpunkt. Ich beginne mal bei Teil 3, also hier unten. Ne? Das müsste dann 4 mal 2, ne? Weil es zwei Baugruppen, die Baugruppe 4 ist zweimal vorhanden. Diese geht wieder zweimal Baugruppe 3 und wieder einmal M5. Ne? Also 4 mal 2 mal 2 mal 1. Moment. Hier, da muss man auch sehr darauf aufpassen. Teil 3 gibt es nochmal separat. Und zwar 6 mal dazu. Also plus 6 ist gleich 22. Ja, also da muss man ein bisschen aufpassen. Dann das nächste, da haben wir T6. 2 mal 2 mal 2 mal 1. 2 mal 2 mal 2 mal 1. Das ist ein Mal jeweils. Ne? Okay. Ist gleich 8. Dann kommt T5. Ist gleich 4 mal 2 mal 1. 4 mal 2 mal 1 ist gleich 8. Dann gehen wir mal weiter mit T2 hier drüben. Ne? T2, hier haben wir 10 mal 5 mal 1. 10 mal 5 mal 1, 50 Stück. Und T7, da haben wir 4 mal 5 mal 1. 4 mal 5 mal 1 ist gleich 20 Stück. So, damit haben wir die Mengenstückliste. Genau, prüfungsrelevant, BQ sowie HQ habe ich in beiden schon gesehen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.